So, meine Damen, gegen Reading geht's los und ja, ein Sieg muss her. Tabellenletzter, fast keine Punkte. Ein Reading derzeit in der Liga eher, der Punkte mehr abgibt, aber trotzdem nicht die Tore kassiert. Heißt also, noch immer schlechteste Abwehr sind wir. Und umso spannender heißt es hier, keine Punkte liegen lassen. Denn jeder Punkt zählt jetzt und genau gegen diese Gegner, wo man nicht verlieren darf. Ja, gegen diese Punktemaschine, zeige jetzt einmal diese Punkte, wo eigentlich kaum Punkte mitgenommen werden. Genau, hier braucht man sie und es ist Son. Exeter führt 0-1. Guter Beginn. Hat in die Pause wirklich gut getan. Vielleicht haben wir den Son. Nach 6 Minuten führen die Gäste hier durch ein kleines Sölerchen von Heung-Min Son, gibt Premier League-Treffer Nummer 6. Goal for the visitors. Number 23, Heung-Min Son. Taylor. Herr Reading versucht es auch eher ruhig zu spielen, aber das war ein sehr guter Pass. Man musste sich den schon sehr strecken. Gut weg. Oh, Clemens. Na, aber Reading zeigt, spielen darf man trotzdem nicht gewinnen. Spielen ist ruhig, aber konzentriert bislang. Genau. Jens. So ein bisschen verschlafen jetzt.
Oh, Dani, trotzdem gut gemacht. Das allerdings nicht gut gemacht von Lenz. Fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes of any time. Taylor. Und zweites Tor wäre ein großer Befreiungsschlag, glaube ich. Ah, das gibt Abschluss, ja genau, weil Son hat den da im Kopf irgendwie noch über die Linie gebracht. Und jetzt ist es mal so ein Tor wie gegen uns meistens. Unachtsamkeit wird irgendwie bestraft und Gami trifft. Lass sich da feiern, da einfach schnell gepasst, konsequent irgendwie in die Lücken und ja, dann entscheidet sich auch der Goalkeeper für die falsche Richtung. Achter Premier League Treffer von Gami. Und dann war es 14 haben Holminson und er gemeinsam. Holminson noch bester Torschütze im Verein gesamt. Sandro, Wechsel bestätigt. Jetzt gibt es die ersten Wechsel und die werden wie folgt aus Son. Den wird man schon, glaube ich, auf die nächsten Partien vorbereiten, genauso wie einen Barrett und so wollte ich das nicht. Den Kramaric, glaube ich, hat sich auch verdient. Das war kein guter Pass. Absatz, habe ich mir gedacht. Wechsel, dreifach Wechsel. Rossi. Oh.
Und das gibt's wirklich nicht. Kamaric trifft 3-0. Auferstehung eines Toys. Man beweist gegen Reading hier wirklich Stärke und Konstanz. Null ist schon, oder wäre gesagt, drei Tore zu erzielen in einem Match wäre jetzt schon wieder natürlich viel Sicherheit bei den Burschen. Meier ist in der Mitte stehen geblieben. Hat gehofft, dass der Ball nochmal kommt. Und es ist nochmal Meier, aber zu zurückgeschießt. Bond. Haltet Kamaric, der sagt, wie kann der da so offen zum Zug kommen? Meier greift selber Kopfball. 87 Minuten gespielt, meine Damen und Herren, Exeter versucht weiterhin Mainz. The fourth official has indicated there will be a minimum of 2 minutes at any time. Das war's. 3-0 Sieg. King Reading bedanken fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.